Hallöchen, Hallöchen. Was? Ja. Ich bin jetzt schon ganz, ganz fleißig. Ich bin auch schon fast wieder weg, weil ich hier heute ins Café gehen schreibe. Ich muss aber noch ein bisschen Content vorbereiten hier heute. Für Autoren Gedönsis. Da ist noch ein bisschen was zu tun. Vlogs habe ich heute schon geschnitten für das Wochenende. Das heißt, für die Woche sind alle Vlogs schnickimicki. Genau. Jetzt bin ich gerade dabei, noch ein TikTokchen zu drehen. Eigentlich sogar zwei, weil ich halt den Mini-Vlog wieder mitmache. Genau. Das heißt, das funktioniert ganz gut. Dann noch ein Video schneiden, was schon fast fertig geschnippelt ist. Ich muss nur gucken, wie das Ende noch ist. Ob dann da was ran muss oder nicht. Ob ich noch was kurz erzählen muss oder nicht. Aber ansonsten ist es auch schon fertig. Und ja, dann bin ich schon fast fertig zum Gehen. Es ist 11.11 Uhr. Von daher um 12 Uhr bin ich los. Und hoffen, dass die Nische frei ist, wo ich mich hinsetzen möchte. Aber bis jetzt klappt das hier alles ja ganz gut. Und Teddy ist heute auch nicht mehr ganz so übertrieben. Er hat heute auch nicht gekratzelt. Ich bin die ganze Zeit hier hinten und er hat nicht gekratzelt. Das finde ich schön. Die haben das ganz entspannt auf dem Balkon. Das wäre auch schön. Nein, auf dem Bett. Ja, von daher. Das wird hier alles. Das wird hier alles. Genau. Und heute Abend kommt dann was an, was den beiden hoffentlich noch mehr hilft. Wir versuchen ja alles, ne? Wir versuchen ja, wir holen die letzten Reserven raus. Wir recherchieren im Internet, was kann man noch machen und so weiter und so. Wir geben nicht auf. Wir geben nicht auf. Auch wenn es zwischendurch so aussieht, wenn man aufgeben müsste. Aber wir geben nicht auf. Wir wollen nicht aufgeben, weil es ist einfach. Nee. Eigentlich überhaupt nicht. Na gut. Ich mache da mal hier weiter. Ich wollte eigentlich noch Pflaster auf meine Küche kleben. Bevor ich losgehe, habe ich vergessen. Es sind auch noch ein Piecher. Na toll. Ich bin auf dem Rückweg. Ist über in der Schule. Egal. Und hole jetzt ein Paket von der Post ab. Das ist Samstag, da liegt bzw. seit dem 2. April. Läuft heute richtig gut. Ich habe meinen Ausweis nicht dabei. Ich müsste auch mal gucken, wo der ist. Hoffentlich in meinem Portemonnaie. Aber anders wüsste ich nicht. Aber ich habe es trotzdem bekommen. Ich habe mir meine Krankenkassenkarte gezeigt. Reicht. Oh mein Gott. Was ein Krampf. Oh, es ist schwer. Oh Gott. Ich pack's gleich aus. Aber ich habe erstmal Hunger. Ich habe richtig doll Hunger. Mich zittert schon alles. Oh. Vom Laufen, vom allem. Und mein Knöchel tut weh. Und ja. Und kaum saß ich im Café, hat Daniel auch geschrieben, dass Amazon sich ankündigt, nach 5 Stops entfernt, wo das abgegeben wurde, keine Ahnung. Ich habe gehofft, dass es voll entschuldigt, aber da ist nichts. Karte war auch nicht drin, muss er dann gucken. Habe ich keine Ahnung, ich bräuchte eigentlich einen Zopfgummi, aber habe ich jetzt nicht hier. Oh, mir ist so warm. Und jetzt werde ich erstmal essen und dabei mein E-Bookchen weiterlesen. Freue ich mich drauf, habe ich heute auch gar nicht gemacht. Und dann runterfahren und vor allem das Paket nicht aufmachen. So, dann wollen wir mal das Päckchen aufmachen hier. Das ist hier vorne. Oh, zittert immer noch, aber es wird schon funktionieren, ne? Oh je. Was ist das denn hier? Oh Gott, ich möchte es nicht schneiden. Oh Gott, das ups, aber das reicht schon. So. Einmal aufmachen. Oha. Oha. Okay. Also. Da kommen schon ganz viele Sachen entgegen. Jeweils zweimal. Ich liebe diese Dinger. Teddy, was ist hier aber auch nicht gerade einfacher? Also, hier ist es nochmal. Ja. Was ist das da hinten? Was ist das denn? Bitte was? 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 Also doch noch Osterhörnchen. So. Ei, 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 hier ist eine Karte. Sekunde. Erstmal eine Karte. Ei. Ein Huchala. Eine Karte. So, und jetzt. Ich bin froh, dass es nicht am Samstag angekommen ist, weil sonst hätte mein Sub geweint. Weil, ihr seid, ist unter die Buchdealer gegangen. Ja? Unter die Buchdealer.
möchte ich mal anmerken. Was ist mit dem passiert? Ist ja voll ausgeblichen. So, was haben wir hier? Wie cool. So. Okay. Das Lesezeichen kommt mir bekannt vor. Diamantenliebe. Wusste ich davon? Das kommt mir ganz unbekannt vor. Ich weiß auch nicht. Broken Rocky Beach. Ebenfalls Fragezeichen Kids. Und ach, da freue ich mich drauf. Also ich freue mich auf die ganzen Bücher. Aber TKG und die Fragezeichen Kids kann ich ja sofort lesen. Was ist das da unten? Oh nein. Das ist nicht das, was ich denke, dass das ist, oder? Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist es tatsächlich. Oder? Oh mein Gott. Was? Oder? Doch. Oh weia. Also, das hier noch? Um Gottes Willen. Okay, hier ist was drin. Ist hier auch was drin? Nee, das ist leer. Aber hier ist auch was drin. Ich muss mal kurz die Bücher ein bisschen zur Seite räumen. Okay. Du machst es aber spannend hier. Das ist eingepackt. Das ist eingepackt. Wie komme ich denn da jetzt ran? Schere. Am besten mit einer Schere. Snips. Hm. So. Oh Gott. Oh Gott. Oh, ich ahne. Ich ahne gerade. Fragezeichen. Und das Volk der Winde und der heimliche Hehler. Oh, die sehen aber gut aus. Sehr gut erhalten. Manometer. Dann haben wir hier noch ein paar Osterhähne. Das ist, was die ganze Zeit schon geklappert hat. Klapper, klapper. Und dann, oh mein Gott. Ah ne, das hat auch geklappert. Ja, das ist auch geklappert. Oh, Moment, ich komme ein bisschen näher. Sekunde. Oh. Tschüss, Karton. Ein Storypuzzle von die Schule der magischen Tiere. Oh mein Gott. Da bin ich ja gespannt. Vielen, vielen Dank, Lisette. Ich freue mich wirklich sehr. Oh mein Gott. Ich muss gleich ein Osterei essen. Was mir gerade auffällt. Moment, ich muss mir hier Schoko-Haselnüsse. Oh, schmecken übrigens auch sehr lecker. Ah, die ganzen Ostereier fallen hier runter. Warum tun sie das? Sitz. Ich habe gerade festgestellt, dass das hier Band 1 ist. Es gibt nämlich eine andere Ausgabe mit einem anderen Titel. Das ist Band 1. Das heißt, ich kann jetzt die Reihe anfangen zu lesen. Und ich glaube tatsächlich, dass ich Band 2 auch da drüben stehen habe. Und das hier ist Band 2, nein 3. Das muss ich mal gucken. Ich glaube, ich habe das andere da drüben stehen. Und wenn dem so ist, könnte ich auch nochmal 2 weitere Bücher weglesen. Das heißt, es würde nur ein Buch von dem ganzen Stapel hier länger warten müssen, weil das Band XY von einer Reihe ist, wo mir noch einige fehlen dazwischen. Ja, aber wow. Das muss ich jetzt vielleicht inspizieren. Ich sehe es schon. Band 2. Oh mein Gott. Jetzt muss ich doch mal gucken. Jetzt lasst mich dann mal ganz kurz hier durch. Sekunde. Hinsetzen. Hinten gucken. Muss ich doch mal gucken. Ein irres Gespann. Es kann eine kleine Schrift für. Sonst Dresden, ne? Ja. Gut, mir fehlt also nur Band 4. Nur Band 4. Ich weiß nicht, ob danach noch was kommt. Jetzt geht es nur bis Band 6, weil das Buch, was ich gerade nachgucke. Aber, oh mein Gott. Ich habe zumindest die ersten 3 und kann es lesen. Endlich. Ich habe jetzt mal umgezogen, weil ich so verschwitzt war immer noch. Das war. Ich sehe gerade, es gibt tatsächlich noch einen anderen Band, der mir fehlt. Also, das ist irgendwann mal inzwischen gerutscht. Keine Ahnung, frag mich nicht. Es gibt nämlich noch Sturm- und Schmetterlingsland. Und dann ab in die Ferien, beziehungsweise Ferien mit Brüdern, nein, danke, je nachdem, welche Ausgabe das ist. Es gibt also 7 Bände. Mir fehlen also 2. Aber immerhin kann ich tatsächlich 3 Bücher lesen. Ich hätte dann weg, wenn ich den wollte.
Das ist doch schon mal schön. Ja, dann muss ich irgendwie gucken, wo ich sie herorganisiert bekomme. Aber ich finde es schon mal, das freut mich richtig. Von diesen jeweils immer aus so einem öffentlichen Bücherschrank, Bücherzelle, Bücherwand, wie auch immer sie bezeichnet werden. Und das ist total genial. Ja, richtig schön. Toll. Ja, dann fehlt mir jetzt nur noch die beiden. Das ist richtig witzig. Kurz hatte ich gedacht, mein Ausweis wäre weg, weil er war ja nicht in meinem Portemonnaie. Und in meinem Portemonnaie konnte er auch nicht sein, weil dann wäre die Fahrkarte auch da drin. Ich habe also gerade gedacht, okay, habe ich in meinem Zimmer am Rechner irgendwie gebraucht, aber eigentlich auch nicht. Wo ist dieser blöde Ausweis hin? Und dann fiel mir ein, dass ich beim Vorstellungsgespräch den Ausweis brauchte und vorlegen musste und dass ich den dann auch nochmal später vorweisen, also bereithalten sollte, wenn wir abgeholt werden. Und habe den dann in den Umschlag gepackt mit dem Einladungsschreiben. Und habe ich ihn nicht gefunden. War so ein kurzer Schockmoment. Ganz ehrlich, wenn mir so Ausweis weg, wo ist der hin? Ich habe mir sonst wirklich gesagt, nur in dem Portemonnaie oder im anderen Portemonnaie packst du wieder zurück. Alles gut, ist ja da.